Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FC Bayern München Karriere hier in PES 20. Es geht endlich weiter. Nach der letzten Folge gestern wollen wir heute so richtig reinstarten in die neue Saison. Wir hatten ja im letzten Spiel, in der letzten Folge bereits das Spiel gegen Dortmund im DFL Supercup gespielt und jetzt geht es so richtig rein mit dem ersten Champions League Gruppenspieltag und dann das erste Heimspiel für uns auch in der Bundesliga gegen Düsseldorf und zwei weitere Spiele werden noch simuliert und dann in der nächsten Folge Topspiel in der Champions League gegen Tottenham. Erstmal wurde Longley mittlerweile gescoutet, heißt er ist jetzt deutlich günstiger als noch zuvor. Deshalb werden wir jetzt hier nochmal ein Angebot raushauen und lassen uns einfach mal die Option offen. Außerdem wurde De Ligt noch hier gescoutet, aber den finde ich sehr unrealistisch und möchte ihn eigentlich nicht im Trikot der Bayern sehen. Und deshalb werden wir dort auch überhaupt keine Anstalten machen, ein Angebot rauszusenden. Viel eher wollen wir uns darauf konzentrieren, heute hier gegen Basel gut in die Champions League reinzustarten. Das Heimspiel hier von im Sankt-Jakob-Park ja für uns was ganz Besonderes, denn vor zwei Jahren mittlerweile fast, oder sagen wir mal vor gut über etwas mehr als einem Jahr, also in der ersten Saison, hatten wir hier das Champions League-Finale gegen Barcelona, ein ganz großes Spiel für uns, was wir damals ja auch für uns entscheiden konnten. Und deshalb, das ist natürlich was Besonderes für uns, hier zurück an diesen historischen Ort zu kommen. Und jetzt blicken wir erstmal auf die Aufstellungen beider Mannschaften. Starten wir also mit den Schweizern. Omlem im Tor, Xhaka, Alderete, Kömmert. Ja, und ich glaube, den Rest muss ich fast nicht vorlesen. Frei natürlich, Stöcker. Also die meisten kennt man nicht. Omlem natürlich, der wurde mal mit Schalke in Verbindung gebracht. Xhaka ist der Bruder natürlich von Xhaka. Bei uns Nübel im Tor, Pavard, Süle, Kabak, Alaba die Abwehr davor, Ruiz und Kimmich. Dann Gnabry und Bernardo Silva heute mal auf den Flügeln und Müller-Boadu unser Sturm. Also heute mal ein kleines Experiment mit Bernardo Silva über den linken Flügel. Mal gucken, wie das so läuft, laufen wird, denn er muss ja einfach mehr spielen und ja, Müller ist im Zentrum gesetzt, deshalb kann er da nicht spielen und somit muss er auf die Flügel ausweichen. Das wird heute schon irgendwie klappen. Wir gehen rein in die Partie. Ich habe wie immer richtig Bock, hier heute die Schweizer auseinanderzunehmen. Und wir starten auch ganz gut rein. Müller, erste gute Position, wo wir was draus machen können. Nochmal zurück und dann Alaba mitnehmen. Bernardo Silva nochmal raus auf Alaba. Das ist richtig gut gespielt. Quergelegt für Thomas Müller. Das ist das 1-0. Nach nicht mal 6 Minuten. Das sieht richtig gut aus. Von der Startlinie weg führen wir hier mit 1-0 durch Thomas Müller. Und die Vorlage von David Alaba eingeleitet von Bernardo Silva. Also der macht hier einen guten Auftakt auch für sich. Und die beiden Spieler der beiden Vorsaisons machen hier heute das 1-0 und zeigen, warum sie beide jeweils schon zum Spieler der Saison gewählt wurden. Ruiz war auch mit dabei beim Aufbau, dann Doppelpass zwischen Alaba und Bernardo Silva, dann wird quergelegt. Müller steht wie immer richtig, 1-0 nach wenigen Minuten. Viel besser können wir gar nicht reinstarten in die neue Champions League Saison und natürlich mit dem Anspruch, das Triple zu verteidigen. Abermals zu verteidigen, ja mittlerweile ist das ein sehr wichtiger und guter Start. Gnabry, Bernardo Silva, der startet hier mal den Sololauf. Bernardo Silva quergelegt. Und wenn dann da Boadu reinkommt, dann steht jetzt hier 2-0 nach nicht mehr 17 Minuten. Aber das ist natürlich jetzt hier konjunktiv, denn er kam leider nicht zum Schuss. Dennoch starten wir eben richtig gut in die Partie. Bernardo Silva, Alaba, Bernardo Silva, Müller, Boadu, wow. Also viel besser kann man eine Mannschaft gar nicht auseinander kombinieren, als wir das hier gerade gemacht haben. Das war schon richtig stark von der gesamten Offensivmannschaft und da ist natürlich Alaba ein ganz großer Teil, obwohl er ja eigentlich Linksverteidiger ist, dennoch bei uns ja unfassbar offensiv beteiligt und somit hier das 2-0 nach nicht mal 20 Minuten. Die mitgereisten Bayern-Fans, sie können sich hier auf jeden Fall auf ein Torfestival anscheinend freuen, wieder Bernardo Silva und Alaba mit dem Doppelpass, dann auf Müller und der weiter zu Boadu, der macht sein erstes Tor in der Champions League in dieser Saison. Müller, ein Tor, eine Vorlage. Alaba und Bernardo Silva, beide Male, sind sie wichtig fürs Einleiten dieser Tore und somit 2-0 nach nicht mal 20 Minuten. David Alaba und er kommt wieder, der Österreicher, quergelegt, Miron Boadu und der Verteidiger gerade noch davor und somit bleibt es beim 2-0. Ruiz jetzt mal und sucht natürlich David Alaba. Alaba, der sucht natürlich einen Thomas Müller in der Mitte, den findet er. 3-0.
Es läuft ziemlich gut. Es läuft genauso, wie ich mir das vorstelle. Doppelpack Müller, zwei Vorlagen von David Alaba auch schon. Also wir sind richtig gut. Wir sind bereit auf die neue Saison. Das zeigen wir hier eindrucksvoll im ersten Champions League Gruppenspieltag. Und Fabian Ruiz auch hier wichtig bei der Entstehung dieses Tors. Und dann Alaba ist einfach genial. Und über Müller, über den spreche ich gar nicht mehr. Denn der weiß einfach, wo das Tor steht und haut das Ding dann auch eben rein. Echt, so ein ähnliches Tor haben wir doch schon gegen Dortmund gemacht, oder nicht? Ich glaube ja, da war auch irgendwie eine Flanke auf Thomas Müller von Alaba und dann der Ball drin. 3-0 jetzt hier also. Niklas Süle erobert den Ball und läuft jetzt einfach mal mit nach vorne. Da hat er hinten nicht so viel zu tun. Kimmich, Fabian Ruiz, dann wird's abgepfiffen. Offensivfoul oder was gibt er jetzt hier? Nein, es gibt einen Freistoß für uns anscheinend. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Schade, dass Ruiz ihn nicht das Tor erzielen konnte. Dafür jetzt aber eine mega Freistoßposition für David Alaba. Und den haut er an die Latte, der Österreicher. Und somit erstmal nur 3-0, aber wir machen gleich weiter. Die Flanke ist dann aber... Boah! Und dann ist Boadou natürlich da und Omlin macht das natürlich auch gut, aber hat auch Glück, dass er hier angeschossen wird von Boadou. Somit hier nicht das 4-0, der erste Wechsel natürlich jetzt hier auch bei Basel. Wir wollen jetzt hier auch das erste Mal wechseln. Es läuft unfassbar gut bei uns und jetzt soll Zirkzee für Boadou reinkommen. Boadou hat sein Tor gemacht und Zirkzee soll jetzt einfach mal ein paar mehr Minuten bekommen, sich hier beweisen. Und somit hat er jetzt hier die Chance zu zeigen, was er drauf hat. Und jetzt kommt tatsächlich Basel mal und die machen hier auch gleich den Ehrentreffer. Ich glaube, der Stöcker, da sah für jetzt einmal nicht gut aus, aber ja, ganz ehrlich, konnte man jetzt auch nicht mitrechnen, dass sie irgendwie nochmal nach vorne kommen. Und somit, ja, die Abwehr ein bisschen eingepennt, das darf natürlich nicht passieren, ist jetzt hier aber passiert. Und ich denke, es wird jetzt kein Beinbruch sein, das ist gut gemacht auch von denen, aber die Abwehr steht wieder einmal hier nicht perfekt, aber ansonsten ist es ein sehr gutes Spiel von uns. Dennoch werden wir jetzt hier nicht verzagen und weiter souverän nach vorne spielen und vielleicht gelingt ja noch der ein oder andere Treffer. Doppelwechsel bei uns, die beiden Franzosen kommen rein. Coman und Kamavinga, dafür geht ein Franzose in Form von Pavard raus und Thomas Müller, der natürlich heute mit, ja ich glaube, zwei Toren und einer Vorlage mal wieder komplett rasiert hat. Coman, zirkt sie, immer nochmal ein Abschluss hier zum Ende der Partie. Viel passiert ist jetzt nicht mehr nach den zwei Wechseln und somit wird es wohl hier auch mit dem 3-1 zu Ende gehen. Vielleicht aber auch nicht, wenn Zirkzee hier nochmal eine super Idee hat für Bernardo Silva, der Pfosten rettet. Das 3-1 für Basel. Gnabry zerrt sich leicht. Das ist keine gute Nachricht. Dennoch, die letzten 1,5 Minuten wird er überstehen. Kingsley Coman hat den Ball nochmal, der heute als Joker wenig zeigen konnte. Aber grundsätzlich die ganze Mannschaft ist irgendwie so ein bisschen in den Schongang in der zweiten Halbzeit übergegangen. Nochmal den Freistoß hier auf Zirkzee und dann der Abschluss von Bernardo Silva geklärt. Vielleicht kriegen wir noch einmal den Ball rein. Kingsley Coman nochmal mit dem Schlenzer. Und nochmal der Ball raus, nochmal rein in Richtung Zirkzee, nochmal abgelegt. Und dann ist es ein Kuddelmuddel und dann ist der Ball raus. 3-1 zum Auftakt in der Champions League ist ein gutes Ergebnis. Wenn man die zweite Halbzeit ansieht, war es kein gutes Spiel mehr. Aber die erste war überragend und somit bin ich sehr zufrieden. Und damit kann es weitergehen in Richtung Bundesliga. Endlich geht es wieder rein in die Bundesliga und somit auch in die wunderbare Münchner Allianz Arena. Ich freue mich auf die Partie gegen Düsseldorf. Klar, nicht der Top-Gegner, den man sich wünschen würde. Aber dafür habe ich heute auch ein bisschen was umgestellt. Wir werden heute mit einer leicht veränderten Formation tatsächlich gefühlt das erste Mal seit Beginn der Karriere reinstarten. Miron Boadou hier heute im Bild, denn er hat aktuell diesen Pfeil bekommen, dass er sich sehr gut entwickelt. Und ich hoffe, dass er damit jetzt endlich mal die 80 oder 82 erreichen wird. Und hier vor der München der Haupttribüne kann das auf jeden Fall was werden. Wir sind der Favorit. Das hier ist unsere Aufstellung. Neuer am Tor. Dumfries, Kaba, Kenham, Des, Davis davor. Tolisso, Kimmich und dann Bernardo Silva. Drei Mann Mittelfeld, Sané, Boadou und Müller heute. Dann in dem 4-3-3 sortiert Müller über rechts, weil mir Bernardo Silva auf der 10 sehr gut gefällt. Steffen im Tor, Zimmermann, Jürgensen, Adams und Suttner bei Düsseldorf. Eihahn im ZDM, Berisha, Morales, Ampuma, Hennings und Tekpetay. Also auch das eine gute Mannschaft. Dennoch sind wir hier der Favorit und wollen das natürlich auch nach dem erfolgreichen Champions League Start hier beweisen, dass wir die Bayern auch die Liga wieder einmal
verteidigen werden. Da ist gleich mal Bernardo Silva Ball raus auf seinen ehemaligen und nach aktuellen Teamkollegen aus City. Und das ist der erste Abschluss hier, der etwas ungewollt von Zanka aufs eigene Tor kommt. Thomas Müller setzt sich das erstmal über die rechte Seite durch. Ball in die Mitte zu Miron Boadu, der rübergelegt zu Leroy Sané. Das ist 1-0. Nach 11 Minuten die Bayern sich nun wieder ganz, ganz früh in der Partie durch die Vorlage von Miron Boadu auf Leroy Sané, von dem ich mir natürlich viel in dieser Saison in seiner zweiten hier erwarte. Die erste war so lala und die zweite soll jetzt richtig gut werden. Und das ist auf jeden Fall mal ein guter Start hier für ihn mit diesem Tor. Und Miron Boadu zeigt hier, dass er richtig Bock hat, dass er sich entwickeln möchte aktuell. Und das mit einer Vorlage. Müller hat das Ganze mal wieder eingelitten. Allerdings hier kein Scorepoint heute mal für Müller. Wir müssen mal gucken, wie sich Müller auf der rechten Seite machen wird. Weil Müller spielt immer. Das ist das klare Credo. Und somit wird entweder Müller rechts spielen oder Bernardo Silva geht wieder nach rechts, das müssen wir mal gucken. Oder wir gehen halt wieder zur alten Formation. Erstmal hier das 1-0 durch Leroy Sané. Sané für Boadu, der legt ab für Müller. Müller sucht wieder Miron Boadu. Das erste Mal jetzt hier seit dem Führungstreffer, dass er wieder richtig gut nach vorne kam. Denn seitdem ist eigentlich wenig passiert. Bernardo Silva versucht das Spiel jetzt mal zu öffnen. Funktioniert nicht so gut, denn Düsseldorf hatte uns teils ja doch richtig hinten reingedrückt. Die spielen auf jeden Fall hier gut mit und deshalb wird das hier, glaube ich, kein Selbstgänger. Auch hier können wir einfach nicht mit dem Kopf durch die Wand so einfach durchgehen. Das geht einfach nicht gegen dieses Düsseldorf hier. Und Tek Betay hat jetzt hier die Möglichkeit per Konter, kommt da Ozan Kabak hinterher. Ja, er tut es und somit erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Wer auf Davis und nochmal zu Leroy Sané, der zu Miron Boadu, der mit dem Abschluss. Und das 2-0 in der 47. Minute durch Miron Boadu, der heute wirklich mal wieder einen Sahnetag erwischt hat. Eine Vorlage, ein Tor mit gefühlt zwei Ballkontakten. Also er taucht ja gerne mal ein paar Minuten ab, aber dann ist er da, wenn man ihn braucht. Und diesmal kam die Vorlage von Sané, also sozusagen die Revanche hier für das 1-0. Sané diesmal auf Boadu, der macht das Tor. Und damit sieht es gut, sehr, sehr gut für uns aus. 2-0 zur Halbzeit, das ist ein guter Stand, obwohl hier Düsseldorf richtig gut mitspielt. Dennoch, wir machen das gut und somit 2-0 in die Halbzeit. Miron Boadu, 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 3-0. Aus dem Nichts, wie so oft antizipiert. Boadu einfach die Laufwege perfekt, die Passwege viel mehr. Und macht hier dann im Alleingang das 3-0. Ich glaube, das ist auch die erste Chance, die ihr so richtig seht im zweiten Durchgang. Oder gab es da schon irgendwas vorher? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber hier seht ihr, dass wir pressen zu zweit. Und dann kommt dieser dumme Ball. Ayhan orientiert sich nicht zum Ball. Denkt nicht an Miron Boadu. Der denkt aber dran, dass er dort drauf geht. Haut das Ding dann natürlich volle Kanne rein. Aber der Querschläger von Zimmermann ist erstmal schlecht. Dann wird er noch abgefälscht von Tolisso. Und dann geht Ayhan auch, fälschlicherweise nicht zum Ball. Und dann ist es Miron Boadu mit seinem zweiten Tor heute, der ist richtig gut drauf. Gleich nach diesem 3-0 dann auch der erste Wechsel. Leroy Sané darf heute früh runter, für ihn kommt Kingsley Coman in die Partie. Und jetzt kommt die Fortuna mal mit Ampoma und Neuer darf sich endlich mal auszeichnen und dann ist Hernandez zur Stelle. Also wieder einmal kurzfristig unsere Abwehr nicht geordnet genug und somit hier die Chance für die Düsseldorfer. Miron Boadu raus auf Davis, Alphonso Davis fast schon ins Ausgelaufen. Nochmal zurück auf Boadu, der nochmal weiter zu Thomas Müller, Thomas Müller. Und dann kriegen sie irgendwie noch einen Fuß davor. Die nächsten Wechsel, Doppelwechsel, Gnabry, Kammerwinger kommen rein, Dumfries und auch Bernardo Silva gehen runter. Heißt Gnabry jetzt auf dem rechten Flügel und dafür Müller jetzt wieder auf der 10er Position. Dennoch bleibt Müller heute ZOM und nicht Hinterstürmer wie sonst immer. Und dafür bleiben eben Coman als auch Gnabry auf den Flügelpositionen und nicht auf den Mittelfeldpositionen. Mal sehen, wie das heute funktioniert. Gnabry nochmal mit einer Flanke für Kingsley Coman und die ist richtig gut. Auch der Kopfball von Coman und Steffen mit einer richtig guten Parade. Sonst wäre das hier das 4-0 gewesen. Boadu, noch einmal Miron Boadu und jetzt sollte es auch dann gewesen sein, denn zack, Steffen schießt den Ball nach vorne oder Zack Steffen, von mir aus auch das. 3-0 Sieg wieder, oder was ist wieder, drei Tore, diesmal aber auch kein Gegentor. Ein sehr gutes Spiel von Miron Boadu, zwei Tore, eine Vorlage. Ein sehr gutes Spiel auch von Sané, ein Tor, eine Vorlage.
Müller heute etwas blass geblieben auf der neuen Position. Dafür gefiel mir das mit Bernardo Silva sehr gut, denn vor allem gegen Mannschaften, wo wir eigentlich grundsätzlich mehr Ballbesitz haben, gefällt mir Bernardo Silva sehr, sehr gut, auch wenn wir hier tatsächlich weniger Ballbesitz hatten, aber das ist sehr, sehr knapp, denn er hat einfach ein bisschen mehr Spielkontrolle, Ballkontrolle noch als Thomas Müller, auch wenn Thomas Müller natürlich absolute Scorer-Fähigkeiten hat und deshalb werden wir wahrscheinlich das System immer mal wieder rotieren. Dennoch bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem heutigen Ergebnis. Und damit setzen wir uns auch an die Spitze der Tabelle, punktgleich und auch torgleich mit Borussia Mönchengladbach. Die Sache mit Bernardo Silva hat sich auch erstmal gleich erledigt, er fehlt nämlich für erstmal eine Woche, also wird er wahrscheinlich auch gegen Tottenham in der Champions League noch fehlen. Wir wollen jetzt aber dennoch erstmal gegen Mainz simulieren. Und dafür werden wir dann einfach mal wieder aufs altbewährte System mit Müller auf der Hinterstürmerposition zurückgreifen. Coman, Gnabry über die Flügel und den Rest der Mannschaft, den seht ihr ja. Wir gehen also rein gegen Mainz, ein Auswärtsspiel, was man gewinnen muss, tun wir auch mit 0-3 und sind damit alleiniger Tabellenführer, denn Gladbach hat ihr Spiel nur mit einem Unentschieden bestreiten können. Heute haben wir noch die Gelegenheit, gegen Paderborn zu Hause den Start in die neue Saison perfekt zu machen. Das Team etwas rotiert, denn es geht ja bald rein gegen Tottenham in der nächsten Folge dann. Wir gehen also rein, gewinnen wir auch gegen Paderborn. Ja, das tun wir. 5 Spiele, 5 Siege. Es sieht wieder richtig gut aus, sind aber noch hart verfolgt von der Hertha aus Berlin. Und in der nächsten Folge geht es dann rein in die Champions League gegen Tottenham im zweiten Spieltag. Und ich glaube, der DFB-Pokal müsste anstehen. Da gucken wir noch einmal schnell rauf. Und zwar geht es dort gegen die Fortuna wieder. Okay, ein kleines Rematch also. Das gibt es dann in der nächsten Folge. Außerdem die Simulation gegen Freiburg und die Simulation gegen Porto, würde ich mal sagen. Und dann in der darauffolgenden Folge wieder eine Menge, Menge Bundesliga. Das wird richtig spannend gegen Schalke, Leverkusen, als auch Gladbach und Porto in einer Folge. Das wird eine interessante Geschichte. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Nein, das ist natürlich absolut sinnlos. Nein, ihr sollt natürlich ein Abo da lassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Aber lasst gerne trotzdem einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video hier gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Folge. Boah, du, der neue Hoffnungsträger, das ist jetzt schon eher lange bei uns. Dennoch hier ein cooler Beitrag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao.